Hallo YouTuber, wir haben heute den 18. Oktober 2015 und ich würde gern mit euch über eine alte Prophezeiung aus dem Jahre 1968 sprechen, von der ein oder andere von euch bestimmt auch schon mal gehört hat. Das war eine 90 Jahre alte Norwegerin, die, wie gesagt, diese Vision hatte. Und diese Prophezeiung ist mir insbesondere in den letzten Wochen wieder und wieder und wieder im Kopf und ich muss eigentlich immer wieder daran denken, weil sie hat, die Norwegerin hat vier Wellen, hat sie es genannt, beschrieben, die kommen, bevor Jesus wiederkommt. Von dem Zeitpunkt der Vision an, also 68 bis zur Wiederkunft Jesu. Und ich habe davon das erste Mal, vor 2 Jahren habe ich die das erste Mal gelesen. Und zu dem Zeitpunkt waren 3 der Wellen erfüllt. Und die vierte war zu dem Zeitpunkt wirklich nicht in dem Maße vorstellbar, wie es sich jetzt heute gerade vor unseren Augen verwirklicht. Und ja, das ist der Grund, warum es mich beschäftigt, weil die vierte ist dann natürlich auch die letzte Welle. Und dann gibt es quasi nur noch den dritten Weltkrieg und Jesus Wiederkunft. Und ich denke, ich weiß nicht, wie lange, also die ersten 3 Wellen, die sie so beschrieben hat, die gingen schon über einen längeren Zeitraum. Das war jetzt nicht irgendwie mal 1 Jahr, 2 Jahre oder 3 Jahre, sondern das zog sich auch ein bisschen hin, von daher erwarte ich das, die vierte Welle hat jetzt gerade begonnen, erwarte ich das auch für die vierte Welle, aber nichtsdestotrotz kann man eigentlich ohnehin nicht leugnen, dass wir uns dem Ende nähern, aber das ist halt nochmal eine weitere Bestätigung. Ich lese mal kurz vor. Sie sagt, ich sah die Zeit kurz bevor Jesus wiederkommt und der dritte Weltkrieg bricht aus. Ich sah die Ereignisse mit meinen natürlichen Augen. Ich sah die Welt wie eine Art Globus. Ich sah Europa, ein Land nach dem anderen. Ich sah Skandinavien, ich sah Norwegen. Ich sah gewisse Szenen, die stattfinden werden, unmittelbar bevor Jesus wiederkommt. Kurz bevor das letzte Unglück stattfindet. Ein Unglück, wie wir es noch nie zuvor erlebt haben. Ja, wie gesagt, dann beschreibt sie die vier Wellen. Ich werde auf jeden Fall in die Infobox Links packen und auch ein Link zu einem YouTube-Video, was mir jemand neulich zugeschickt hat. Das ist schon im Mai 2013 veröffentlicht worden auf YouTube, wenn ihr mal auf das Datum guckt. Und dort seht ihr dann, dass das zu einem Zeitpunkt veröffentlicht wurde, wo man die vierte Welle auch nicht absehen konnte. Ich werde aber mal kurz die vier Wellen beschreiben. Also die erste Welle, da schreibt sie, also wie gesagt, das ist 1968, als sie diese Vision hatte. Und das war gerade, wenn ihr euch erinnert, auf dem Höhepunkt des Ost-West-Konfliktes. Und niemand wusste zu dem Zeitpunkt, wie das Ganze ausgeht. Also ich weiß, dass mein Vater zu dem Zeitpunkt der Kuba-Krise da wirklich gedacht hatte, dritte Weltkrieg bricht los und sich da Sorgen gemacht hat. Und das ging sicherlich vielen so. Also es war einfach nicht absehbar. Sie sagte aber, dass eine lange Zeit des Friedens sein wird und dass eine Zeit der Entspannung geben wird, wie wir sie nie zuvor gehabt haben. Dass die Länder abrüsten werden, auch Norwegen, und dass wir deswegen nicht vorbereitet werden, wenn der dritte Weltkrieg beginnt und dass der auf eine Weise beginnt, die niemand erwartet hat, von völlig unerwarteter Seite aus. Gut, das wissen wir, wir haben eine extrem lange Friedenszeit gehabt. Ich meine, ich glaube, das gab es in der deutschen Geschichte auch nicht, diese Jahrzehnte des Friedens. Es gab immer mal wieder sonst Kriege in Deutschland, die Jahrhunderte davor. Und ich weiß noch, meine Uroma hat, also meine Oma erzählt, hat immer von der langen Friedenszeit geredet und damit meinte sie aber die kurze Zeit, die 40 Jahre zwischen dem Deutsch-Französischen Krieg, der war, ich glaube, 1871, wenn ich das richtig entsinne, und dem Ersten Weltkrieg. Das waren also etwas, das waren gut fast, also 45 Jahre ungefähr, glaube ich. Nicht ganz. Das nannte sie, oder das nannten nicht nur meine Uroma, sondern sehr, sehr viele in der Zeit, die lange Friedenszeit. Und jetzt haben wir seit dem Dritten Weltkrieg, der 1945 geendet hat, jetzt schon 70 Jahre Frieden. Das ist, das ist schon ein extrem langer Frieden für menschliche, irdische Verhältnisse. Gut, die zweite Welle, und das war sicherlich auch damals auf dem Höhepunkt des Ost-West-Konfliktes niemals so vorhersehbar, also da bin ich ganz sicher. Dann die zweite Welle, sagt sie, dass unter den Christen wird aufgehört, von Buße und Sünde zu predigen und mehr ein Wohlstandsevangelium.
gepredigt wird, in dem Kunst, Kultur, Unterhaltung in den Kirchen mehr Bedeutung und zukommen wird, als ja, über Erneuerung und Heiligung zu reden. Ich denke, das sieht man schon in den in den großen Kirchen, insbesondere in Amerika. Also kann man sicherlich auch sagen, dass das so sich so Wirklichkeit geworden ist. Dann die dritte Welle, sagt sie, es wird einen moralischen Verfall geben. Und damit meint sie zum Beispiel, dass Leute, also Untreue in der Ehe, aber auch halt Unreinheit vor der Ehe, sagt sie, dass Homosexualität überall anerkannt wird und insbesondere das Fernsehen, also das Fernsehen war 1968 in Norwegen gerade mal eingeführt und es gab viele Gesetze wohl, die auch nicht nur Gewalt, sondern auch sexuelle Szenen da sehr zensiert haben und sie hat dann aber schon damals gesagt, dass sowohl Gewalt als auch alles, auch Szenen der körperlichen Gemeinschaft in der Ehe wird man im Fernsehen zeigen, das intime Geschehen in der Ehe wird auf dem Bildschirm erscheinen, also für uns heute ist das wirklich nicht ungewöhnlich, aber derjenige, dem sie das alles erzählt hat, hat daraufhin protestiert und gesagt, wir haben Paragraphen, die so etwas nicht erlauben. Aber ja, sie sagt dann ganz richtig, also alles, was früher war, das wird niedergerissen werden und das wird so geschehen und ja, das Unanständige wird sich vor unseren Augen ausbreiten, sagt sie. Und ich meine, keine Zweifel, also für uns ist das irgendwie fast normal. Ich glaube, also ehrlich gesagt, wenn ich solche Szenen im Fernsehen sehe, dass man stolpert da nicht mal mehr drüber, weil es einfach, es ist normal heutzutage. Ja, und dann jetzt die interessante vierte Ebene. Und ja, die sich, von der ich gesagt habe, dass sie sich jetzt gerade, die vierte Welle, die sich jetzt gerade erfüllt. Sie sagt, ich lese das mal vor, Menschen aus den armen Ländern werden nach Europa strömen. Sie werden auch nach Skandinavien und Norwegen kommen. Es werden so viele sein, dass die Leute negativ über sie denken und sie hart behandeln werden. Sie werden behandelt werden wie die Juden vor dem Kriege. Dann wird das Maß unserer Sünden erreicht sein. Da strömten die Tränen über die Wangen der alten Dame. Ich kriege das nicht zu sehen, aber du wirst es sehen können. Du bist noch jung. Dann kommt Jesus plötzlich wieder und der dritte Weltkrieg bricht aus. Es wird ein kurzer Krieg sein. Alles, was ich an Krieg vorher gesehen habe, und sie hat immerhin den Ersten und Zweiten Weltkrieg mitgemacht, nur mal so zur Anmerkung, ist das reinste Spiel im Verhältnis zu dem und er endet mit Atombomben. Die Luft wird so verunreinigt sein, dass man nicht atmen kann. Er wird über mehrere Kontinente kommen, dieser Krieg. Amerika, Japan, Australien und die ganzen reichen Länder. Das Wasser wird verdorben sein, wir werden den Boden nicht mehr bearbeiten können. Das Resultat wird sein, dass nur ein Rest überleben wird. Und der Rest aus den reichen Ländern wird versuchen, in die armen Länder zu fliehen, die vor diesem Atomkrieg verschont bleiben werden. Aber sie werden ebenso hart uns gegenüber sein, wie wir zu ihnen waren. Ich bin froh, dass ich das nicht mehr zu sehen brauche. Aber wenn die Zeit sich naht, musst du Mut fassen und es sagen. Ich habe es von Gott empfangen. Nichts von all dem ist im Gegensatz zu dem, was die Bibel sagt. Aber derjenige, dem seine Sünden vergeben sind, und der Jesus als Herrn und Erlöser hat, ist geborgen in dieser Zeit, im Leben und im Tod. Wenn Öl aus der Nordsee und entlang der norwegischen Küste kommen wird, werden Dinge anfangen zu geschehen und die Wiederkunft naht. Dazu muss man sagen, 1968 hatte Norwegen kein Öl vor der also gab es vor der norwegischen Küste kein Öl, was gepumpt wurde. Und heute, ja, stehen die Borneninseln da, also. Ja, den dritten Weltkrieg haben wir im Moment noch nicht, aber ganz klar, dieser Teil, dass die Menschen aus armen Ländern nach Europa strömen, das beschäftigt uns heute in der Tagespolitik und zwar auch in einer Intensität, ja, wie ich mir das vor 2 Jahren, als ich das erste Mal diese Probezeilen gelesen habe, nicht vorstellen könnte. Und ich denke, der zweite Satz, den sie sagt, es werden so viele sein, dass die Leute negativ über sie denken und sie hart behandeln werden. Man sieht auf jeden Fall, denke ich, in Deutschland da auch schon den Umschwung. Also man kann das nicht leugnen. Es war am Anfang noch so ein paar Jubelszenen und Willkommenskultur, aber wenn man sich in der Bevölkerung umhört, dann weiß man, dass diese Stimmung inzwischen schon gekippt ist. Und das, was uns dann noch bleibt, ist der Dritte Weltkrieg. Ich meine, ich wundere mich über die Reihenfolge. Sie sagt, dann kommt Jesus plötzlich wieder und der Dritte Weltkrieg bricht aus. Meine Erwartung wäre andersrum, dass der Dritte Weltkrieg ausbricht und dann Jesus wiederkommt, aber
Ich weiß nicht, ob das nur, ob sie beides gleichzeitig mal, aber gleichzeitig, keine Ahnung. Wir werden es, denke ich, sehen. Ich denke auch, wir werden das jetzt in absehbarer Zeit erleben. Ich meine, diese absehbare Zeit kann durchaus noch ein paar Jahre sein. Ich warte da auch immer noch. 2017 ist, sind 70 Jahre Israel. Ich bin ganz sicher, dass das eine Bedeutung hat. Und ich denke, es können vielleicht noch das ein oder andere Jahr vergehen, aber insgesamt ist das für mich auch nochmal eine Bestätigung, dass wir uns dem Ende nähern. Ja, wie immer, ich würde mich über Kommentare freuen und ansonsten bis bald.